bla bla bla. Es ist eh noch kein Zuschauer da. Schön, dass ihr da seid. Und ja, mit dabei immer wieder der gute Spooky und der gute Bombardin. Sagt mal Hallo. Servus. Hallo. So, wir werden gleich Diablo 3 spielen. In der Zwischenzeit poste ich nochmal ganz kurz den Link. Damit auch der letzte Mongo das mitkriegt. Spaß. Alter, hast du schon einen im Tee oder was? Nein. Nein. Der Warmbach-Phase. Ich werde auch ein bisschen mehr reden, wenn meine Pizza leer ist. Warum zeigt der mir eigentlich an, dass ich offline bin? Ja, bei dir läuft irgendwie immer noch Charanoa Diablo 3 als Holz. Warte mal. Na, dann war die Begrüßung ja jetzt richtig super, wenn das keiner gehört hat. Ja. Dash, haben wir uns bei Charanoa eingelinkt. Ein Bild verschwunden, plötzlich kommt das von Max. Warte mal, ich habe ja wohl das richtige Profil. Oh, ich habe Stream-Profil. Das ist schön für dich. Er sagt mir aber auch hier Streaming, jetzt Streaming starten. So, jetzt sind wir wieder da. Ich muss mal ganz kurz, wie kann man denn jemanden anhosten? Was? Ach so. Ja, ich habe ja Charano gehostet. Ja, Pech. Geht nicht. So, da schauen wir noch mal ganz kurz rein. Wir machen heute sowieso Greater Rifts, oder? Wir machen noch ein paar normale Rifts. Greater Rifts, wenn ihr Lust habt. Ja, natürlich. Ja, gut. Die bringen mir am meisten. Ja, mir auch, aber... Okay, ich hab's rausgekriegt, wie es geht. Ah, ja. So, jetzt sind wir auch live. Endlich, juhu, juhu. Herzlich willkommen hier mal wieder zum Livestream. Mit dabei der gute Bombardin und der gute Spooky4F. Ja, schön, dass ihr mal wieder dabei seid. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Keine Antwort. Ja, der Matthias wird uns heute voraussichtlich nur bis 10:30 begleiten, weil der dann noch nach Hause fahren muss, der Ärmste. Und aber währenddessen versorgen der Spooky und ich euch auch mit guter Unterhaltung. Ah, der Spooky hat schon in den Chat geschrieben. Ich merke gerade, du bist auch gar kein Mod. Ich muss dich mal modden. Ja, mod mich mal. Upgrades sind immer gut. Ah, wie geht denn das noch gleich? Ich bin so der Twitch-Anfänger, ne? Oh ja, aber ich glaube, da bist du noch eine Stufe über mir. So, ich glaube, slash mod und dann Spooky. Also wir fangen klein an, haben wir uns gedacht, ne, mit 50er Rifts. Mindestens. gehen dann später aber dann zu den 60er, 70er rauf, sowas. Also, ja, ist ja kein Problem für uns. Ja, natürlich. Ich meine, guckt euch mal hier den Schaden. Ich habe 10 Mille Zähigkeit und 733.000 Schaden. Da laufen wir die 60er Rifts so auf einer Arschbacke durch. Läufst du ja allein ab. Ja, klar. Ja. So, wollen wir direkt loslegen mit einem Greater Rift? Ja, aber jetzt lass mich erst noch hier. Ich muss noch schnell meine Ausrüstung checken. Ja, das muss ich auch noch. Dass ich noch Prüfungssteine gearmt habe letztens. Ja, das ist gut. So, und jetzt auch mal an den gesamten Stream zum Wohl, ne? Jo, Prost. Prost, Prost. Ja, ja. Prost, Brot, Baby. Dann bevor wir hier nochmal exzessiv loslegen, noch einmal den Link posten. Ja, ach so, das wollte ich auch machen. Jo. Was ist er denn jetzt schon wieder? Ah, hier teilen. Live Player. Teilst du es auf Independent nochmal? Ja, kann ich machen. Alles klar, wunderbar. Ja, der Max nervt nämlich, der darf nicht mehr. Ja. Was? Habe ich was verpasst?
Ja. Heute habe ich mal wieder so ein bisschen Werbung für mich gemacht, habe mal wieder einen kleinen Beitrag geschrieben so und von wegen guckt doch auf mal meinen YouTube-Channel. Übrigens, an alle, die jetzt schon vielleicht gucken, den YouTube-Channel findet ihr unter mir, da ist der Link direkt zur YouTube-Seite. Was für ein Übergang. Ja, und auf jeden Fall hat der Konrad geschrieben, er mag jetzt nicht böse klingen, aber ich mache doch ein bisschen arg viel Spam-Kacke und dann habe ich den Beitrag auch rausgenommen. Da hat er schon recht, der liebe Konrad. Ich mache momentan auch viel Posts, aber es lässt sich irgendwie nicht vermeiden. Aber gut, ich mache das ja nicht nur in eigener Sache. Ich poste ja viele Beiträge aus der Gruppe und so. Ja. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Ja, mein Gott. Neue Community-Ding. Ja, Ganzen Tag stimmt. verbringe außerhalb der Arbeit. Ich komme gar nicht mehr zum Zocken. Oh je. Ich muss auch, also morgen, ich hab Gott sei Dank, obwohl ich morgen frei habe, habe ich nur 5 Tage Woche. Ich muss mir am Sonntag noch arbeiten. Das wird ganz witzig. Deswegen werde ich morgen schön alle Folgen aufnehmen für die folgende Woche. Das ist sehr löblich von dir. Ja, ich Link bin ist ein aufgeteilt. fleißiges Mädchen. So, Ast rein. Jetzt war es halber leer. Ja, Ast rein. Dann können wir ja starten. Auf jeden. Ja. Können wir mal gucken. Wenn denn schon wer online ist, dann schreibt doch mal Hallo in den Chat. Upsa, ah, hier. Ich glaube, ich spiele den Crusader auch noch ein bisschen falsch. Spätestens ab 21 Uhr geht es dann hier eh total ab, weil der Stan hat schon gesagt, er wird mich dann wieder hosten. Hast du eigentlich mittlerweile die Wirbelwind-Barbaren-Waffen? Ich ja. Ah, Astrein. Hab's glücklicherweise jetzt endlich mal gefunden hier, die zweite Waffe, nachdem ich die andere schon bestimmt 8 Mal hatte oder so. Gehen wir mal vorsichtshalber, wie weit gehen wir denn? Welle 9? Weiß nicht. Ja. Was will denn 9? Ich weiß auch nicht. Obwohl, wir haben einen Mage, einen Barbaren und halt mich als Crusader mit, da kann man schon mal was machen. Ja, ich hab Dann gehen wir jetzt. bis Welle 10. Wenn wir die schaffen überhaupt. Ja, normalerweise schon. Ich muss mir unbedingt mal den guten Guide vom Charanor anschauen. Für den Crusader. Ja. Der hat jetzt extra sein Crusader equipped. Das fand ich toll. Ja, diese Woche macht der Mage. Ja. Ja, ich auch Ich ziehe momentan ein euch die bisschen. eigentlich eh immer ganz schön Ja, zusammen das ist richtig übrigens, cool. also. Das hier, Dünenbrecher. Ah. Oh, da bin ich gestorben. Ja, Dito. Aber das schaffen wir trotzdem. Spooky wins. Spooky muss tanken. Ich würde sagen, Welle 40 machen wir noch und dann lassen wir es gut Ja, sein. die machen wir jetzt noch und dann hauen wir ab, würde ich Ich sagen. würde auch sagen, wir machen 40 Wellen im Training, dann haben wir gleich den 100er Rift am Start. Rift. Was ist eigentlich das Maximalste? 100er? Ich glaube, irgendjemand hat das mal So, erwähnt. reicht. So, Abflug. T. Oh. Ich hab auch noch einen, wo wir gerade gucken. Ich habe noch ein 44er Schlüsselchen bei mir in der Tasche. Ja, ich habe noch einen 45er. Vom Sechs. Charanoa. So, 36er. Da können Das wir noch. geht, das geht. Damit können wir anfangen. Ja. Ja, ich bin Dann nämlich auch noch starten wir mal. momentan mit den neuen Waffen, habe ich den Barbaren ja umskillen müssen und bin auch noch nicht so auf dem Damm, nicht ganz so zufrieden mit dem Leben und so. Schnell am Umfallen. Ja, ich könnte auch als Crusader, ich würde gerne Tank Crusader spielen, also gar nicht so auf Damage aus. Und aber da fehlt mir noch ein bisschen Life. Beziehungsweise ein bisschen Resistance. Das Gute an den Waffen ist, jetzt hast du kein Wutproblem. Ja, das ist so der große Vorteil an diesen Ja, Vulkanus-Waffen. klar. Das ist halt echt OP. Aber vorher mit der Waffe hatte ich eben diese Urahn unendlich lang dabei und die Abklingzeit vom Berserker verringern können. Das kann ich jetzt nicht. Ja. Ja. Also doch, ich kann es schon, aber auf eine andere Art. Ist eben Ja, Gogok spielen da.
Buckel. Und Paragon-Stufe 110, yay. Ich spiele echt viel zu wenig Diablo. Ja, nochmal mein Lieblingsgegner mit reflektiert Schaden. Oh ja, die machen Spaß, ja, ne? Ja, die haben mich gerade aus den Socken gehauen. Ja, mich auch. Und gleich nochmal. Ich auch fast. Ja, ich glaube 36 wird fast ein bisschen zu hoch für uns. Obwohl, ja. bisher sieht's ganz gut aus. Ja. Naja. Scheiße. Dazu. Boah. Ja, Notfall nehmen wir dann später. Naja, das sind aber echt eklige. Notfall nehmen wir später einfach den guten Stan mit, so. Ja, der Stan, der zieht uns dann schon. Ja, das macht er. Nee, ich bin dem Stan ja jetzt schon unglaublich dankbar. Weil er ja wirklich jedes Mal mich auch noch hostet. Und ich habe dadurch schon 10 Follower. Nee, 11. Ich glaube sogar schon 11 Follower. Wuhu. Nice. wenn du auf Hitbox, weißt du das, wenn du auf Hitbox streamst und durchschnittlich 100 Zuschauer bekommst, dann bekommst du dort schon den Abo-Button. Echt? Ja. Krass. Habe ich heute gelesen, in einer Infografik von Gamers AI. Wobei, den Leuten kann man nicht trauen. Die haben mich ja ratlos vergessen, diese Schweine. Noch immer, ne? Ich hatte neulich auch mal wieder drauf geguckt. Du bist nicht drin. Ja, es gibt gar keine neue Infografik bisher. Das ist das Problem. Ja. Die wird es auch wahrscheinlich nie geben. Ja, das war so ein Trostpflaster. Ja. Schweinerei, das war ja somit einer der ersten Videos, die ich bei mir veröffentlicht habe. Das war mein erster Twitter-Krieg. Ich habe das letzte Mal so auf Hitbox reingeschaut, irgendwie geht mir das nicht so gut ab wie Twitch. Nee, ich mag's auch nicht so gern. Bin auch nicht so der Hitbox-Fan. Alter, was war denn das? Instant. Ah, da ist ein ganz schön Vieh. Oh, diese Geister. Ja. Die saugen da alles weg, ja, ne? Ekelhaft. Ghostbusters! Ghostbusters! Oh Gott, das fängt schon gut an. Das fängt schon echt gut an. Die Promillezahl noch im Keller. Oh Mann. There's something strange in the neighborhood. Oh. Who you gonna call? Ghostbusters! Zwei Idioten, ein Kühlschrank. Ja, yep, jetzt kostet es mich aber auch ganz schön. Jetzt haben wir ihn bald. Ich kite die jetzt gerade so ein bisschen mit Teleport hier durch die Gegend. Weil was anderes kann ich auch nicht machen. Die hauen mich ja sofort um. Ich versuche, mal meinen Blutungsschaden reinzudrücken und dann ein bisschen weg von denen. Ah, jetzt haben wir einen. Ich mach einfach so wenig Schaden. Jetzt haben wir ihn gleich. Ah, der hat ganz schön Zeit gekostet jetzt. Kostet immer noch Zeit. Oh. Aber jetzt müssen wir. Ist er jetzt tot? Ja, jetzt ist er tot. Oh, endlich. Und nur nicht mal Beute hat er getroffen. Ist der Erfolg. Nee, die droppen ja nichts. Ja, das war Spaß. Ja. Also, ich bin nicht blöd. Ja. Oder sagen wir es so, ich bin nicht der totale Noob. Ja. Natürlich. Ich glaube, nach dem Stream werde ich mir gepflegt. Ich habe mir vor gut. Wirst du gepflegt erstmal 5 King Willy spielen? Ja. Er hat das ausgesprochen, was ich weitergedacht habe. Nee, werde ich nicht, Matthias. Du kommst gefälligst her und erledigst es. Heute auch auf der Arbeit, weißt du, so ein Arbeitskollege meint, wir sitzen zu dritt in einem Büro und ein Arbeitskollege meint so, ja Max, du hast noch was zu erledigen, ne? Und ich so, ach nee, ich will nicht wieder unter den Tisch klettern. Sag mal, spielt ihr eigentlich noch mit? Ja, ich mach nur keinen Schaden und sterb direkt. Ich habe mich gerade nochmal verabschiedet, weil ich nochmal 3 Geister gefunden habe.
Also ich glaube, als nächstes versuchen wir mal lieber einen 30er Rift. Ja, bin ich dabei. Bin ich echt dabei. Ich habe auch was vergessen. Ich habe Sprint drin anstatt Kriegsschrei. Das ist auch nicht so geil. Ja. Ich fall Obst. Paragon Stufe 111, 111, da müsst ihr eigentlich einen Schnaps trinken, oder? Wir könnten ja aus dem Ganzen ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn ich sterbe, muss ich einen kurzen trinken. Ich glaube, dann bin ich so schnell besoffen. Dann muss ich aber aufnehmen. Wobei, ich will heute ja sowieso noch aufnehmen. Ja, ja. Ein bisschen. Aber bei mir läuft die Aufnahme sowieso hinten dran, also ich... So, während ich tot bin, mache ich mir das nächste Bier auf. Während ich tot bin, trinke ich mal das Bier leer. Bin ich auch wieder tot. Bup, das war doch ein schönes Geräusch. Diese Fails will ich nicht aufnehmen. Ach, Fails gehören dazu. Matthias, du kannst dich doch noch an den legendären Livestream erinnern. Ja, da hat noch ein gewisser, wie hieß der, irgendwas mit Penis? Ja, ja. Ich weiß es nicht mehr, wie der geheißen hat. Der hat doch da mitgespielt. Ich glaub, kleiner Penis, große Muschi oder so. Und dann hat er doch gesagt, nö, er will jetzt nicht mehr. Er will jetzt nicht mehr spielen, er will, wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Er will jetzt Schauspielern, kann das sein? Irgendwie sowas war ja, da. Irgendwie so. Weißt du, was das Witzige ist? Im Hintergrund läuft gerade von Two Steps from Hell Start Again. Ja, das dachte er sich in dem Zeitpunkt. Das hat er gehört, als er die Entscheidung gefasst hat. Ja, ja. Ach Leute, es macht wieder mächtig Spaß mit euch. Und hier, wir werden das Rift nicht schaffen, das wisst ihr. Doch, das schaffen wir. Wir sind gut in der Zeit noch. Das ist ja eigentlich das Lustige. Wir sind eigentlich gut in der Zeit. Wir sind umgeschossen vom dummen Geist. Ja, eigentlich sind wir echt gut in der Zeit. Aber die Geister, sie sind halt richtig ätzend. Ja. Ich habe einen getötet. Vielleicht rasche ich einfach gleich mal ein bisschen durch, wenn die Geister weg sind und belege mal so ein paar normale Mobs mit Blutschaden, da soll das Ding auch schnell hochgehen. Ja, das bekommen wir schon hin. Also, ich bin ja auch eher für so Thrash ausgelegt. Ja. Da bombt die Talrasha-Zauberin ja richtig rein. Aber ich habe halt auch noch nicht perfektes Equip. Also ich habe eigentlich, mir fehlt eigentlich noch das meiste an Equip. Geht schon mal vor, ich muss mal ganz kurz rappen gehen. So, ich würde sagen, wir kicken den Max. Ja. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das passt auch schon wieder. Nein, um Gottes Willen, so. Ich bin auch sofort wieder bei euch. Max Host. So, was haben wir denn da? Pilot, der macht, das ist gut. Wie bitte? Max hostet Spooky und Bombardin. Ja, ja. Ich bin selber nicht dabei. Oh Mann, schon wieder Geister. Oh, wisst ihr, was ich heute runtergeladen habe? Oh, nee. The Witcher 3. Ja, ich hätte es mir auch runterladen können, aber ich habe irgendwie noch keine Lust gehabt dazu. Es sind also der Server war erstens mal total überlastet. Ich meine, ich habe eine 100.000er Leitung und ich habe mit durchschnittlich 1 Megabyte geladen. Hey cool, willkommen in meiner Welt. Ja, ich habe den ganzen Tag durchgeladen, also ich glaube, es hat 7 Stunden gedauert oder so, weil es 24 Gigabyte sind. Okay. Also war schon ganz ordentlich. Aber 27, das finde ich, geht ja eh noch. Ja, das geht echt, wenn man sich mal so andere Spiele wie zum Beispiel GTA oder sowas anguckt. Alter. 27 Gigabyte, das habe ich auf 2 Tage geladen. Ja. Nee, so lange dauert es dann bei mir auch nicht. Oh, ihr seid schon wieder tot, das ist ja schön. Ich verrecke hier die ganze Zeit. Aber es ist ja eigentlich egal, ob wir den Rift schaffen oder nicht, wir bekommen ja trotzdem den Loot und aufwerten ist sowieso nicht. Nee. Das können wir eigentlich eh knicken. Es ist nur eine Frage der Rap-Kosten jetzt. Ja, ja. Ich war neulich in einem Goblin Rift drin. Und, ja, Trins Welt und so, ne? Ja. Und da habe ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, 10 Mille Gold oder so, das geht eigentlich. Ich hatte das letzte Mal 15 Mille Gold Feed. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich bin bei
100 irgendwas. Die 283 Millionen. Ihr armen Schlucker. Millionen, das wird reichen. Ja, wie, was willst du überhaupt mit dem ganzen Geld? Kannst du ja nichts anfangen. 898 Millionen. Wir haben übrigens mittlerweile 7 Zuschauer und ich muss die Kamera machen. Ihr armen Schweine. Ich kaufe mir morgen den Diablo und Bugatti. Es wäre geil, wenn es noch dieses Dings geben würde, diese Aktionshaus, dann könnte ich Gold verkaufen. Oh, ich habe mit 0,0% der Leben überlebt. Das ist geil. Ey, wie ich einfach hier so hart auf die Fresse bekomme, ne? Ja, dito. Es ist nicht mehr feierlich. Spooky, wie war das noch? Was? Nur 8 Wellen? Ja, ja. Ja, ich habe die 8 Wellen, habe ich gemeint, oben die Welle 9 war es übrigens. Die oben steht, die hat nämlich gerade dort gestanden. Oh, ich überlebe mal ein bisschen länger, das ist ja der Wahnsinn. Ja, weil keine Elite-Mobs da sind. Ja, momentan komme ich mit diesem Vulkados Waffenset und diesem Rüstung nicht so weit wie mit meinem vorherigen Bild. Aber das ist nur, weil ich auch keine besonders gute Ausrüstung habe. Ich muss mir dich mal anschauen. In Rifts bist du aber normalerweise mit der Königsrüstung unterwegs, das weißt du schon, ne? Königsrüstung? In Rift ab. Ach ja, so. mit dem Set des und normalerweise bist du mit den Vulkatos-Waffen in so großen Rifts gar nicht unterwegs, sondern nutzt da dieses Set des unsterblichen Königs und gehst dann quasi als Tank und erhöhst dann quasi deine Rüstung mit den Urahnen, glaube ich. Da gibt es ja so ein Skill, nee, nicht Rüstungserhöhung mit den Urahnen, sondern gibt es ja so ein Skill bei den Urahnen, dass die dann deinen Schaden quasi abfangen. Zur ja. Hälfte, glaube ich. Also. Genau. Und so farmst du quasi, glaube ich, als Barbar am besten die Rifts ab. So ab 30, 35. Ja, weil die immer dann da sind, die Uranen. So genau. Habe ich ja vorher gespielt. Durch die Waffe noch 5 von Dings konnte man das ja so machen, dass man beide Sets spielt. Das Ödland-Set und den Vierer-Bonus von dem Königs-Set. Scheiße. Genau. Weißt du, jetzt sterbt er schon beim Boss. Was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch, ey? Ja, ja, ja. Was ist denn los mit dir? Kann ja ein bisschen. Was ist denn los mit dir? Ich kann ihn ja mal spotten und dann einfach hier so durch die Gegend laufen. Du kannst ihn auch spotten und einfach sterben. Ja, das kann ich auch. Aber das will ich lieber nicht. Ja, also wenn wir ein bisschen mehr Schaden machen würden, dann könnten wir es vielleicht sogar schaffen. Oder dann hätten wir es schaffen können, aber... Der Zug ist abgefahren. Ja, aber das ist eh egal, wie gesagt. Macht ja nichts. Ich habe ja auch nicht den richtigen Gürtel. Ich bräuchte den Gürtel, dass ich doppelten Blutungsschaden verursachen kann. Ja... Ja, wir sind die Rift-Gewinner der Herzen. Die Rift-Gewinner der Herzen. Du bist eine Lavatasche manchmal. Einfach noch nicht warm. So. Ich möchte anmerken, ich überlebe übrigens gerade im Gegensatz zu euch. Oh. Ja, Herr Lehrer. ICE. Oh, leck, ich muss in die Stadt. Ja, aber nicht jetzt. doch. Ernst? Ja, Razziel. Natürlich. Naked Kill, dafür bin ich noch nicht weit genug. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sehe schon, demnächst kämpfe ich alleine gegen ihn. Das sind ja nur 93 Millionen. Geschenkt. 93 Millionen wären mir auch egal. So, nochmal zurück hier. Ja, er ist übrigens bei mir der Boss. Okay. Ja, unser Tank Crusader ist nämlich irgendwie, ich weiß nicht. Rain AFK. Nicht so am Tanken. Nee, der ist jetzt tot. Ich hab's gerade gesehen.
Aber ich kann direkt an der Leiche wiederbeleben. Spooky, mach doch mal ein bisschen Schaden. Das ist ja nochmal dein Job hier, Single Target. Spooky, du solltest eigentlich der Beste sein hier von uns. Gut, bei Riffbossen nicht, weil du bist der Barbar, aber... Ja, oh Mann. Ich bin Barbar. Aber so oft sterben solltest du auch nicht. Nee. Ich buff euch ja schon immer. Das war ja schon der Fail, dass ich hier vergessen habe, Fähigkeiten umzustellen. Ich habe die ganze Zeit Rifts gefarmt das letzte Mal. Ich sterbe auch nicht. Wahrscheinlich schaut sich der Charanor jetzt gerade in seinem eigenen Stream unseren Stream an und lacht uns einfach mal so richtig aus. Ja, das würde ich ihm zutrauen, aber das sei ihm gegönnt. Alter, hat der gerade abgehoben. Oh Mann. Hier, warum ist meine Rüstung rot? Oder gelb? Leute, ihr müsst jetzt fragen, warum liegt da Stroh? Nö, ich frag lieber, warum hast du eigentlich eine Maske auf? Vergiss es. Wie war das gerade mit dem unteren Schreibtisch? Oh, bitte. Ich würde dir empfehlen, fang jetzt an aufzunehmen. Besser wird's nicht. Nee, das kann ich meinem Zuschauer nicht zeigen. Sonst ja. Oh Mann, das hier ist echt böse. Hier wird der Livestream-Fail. Hast du auf das Video damals Dislikes bekommen? Auf welches? Auf das Best-of. Nee. Aber das interessiert jetzt aber auch keinen. Ja. Muss man auch sagen. Was ich sehr, sehr schade finde, denn das war eines der besten Videos meiner Meinung nach. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Und es war, glaube ich, auch eines der aufwendigsten Videos. Ja, das glaube ich. Ich mache ja total gerne die Review-Videos. Nur das Einzige, was ich überhaupt nicht mag, ist die Dinger zu schneiden. Das ist nämlich echt aufwendig. Alter. Ja, vor allem, wenn man dann wieder was vergisst, ne? Ja. Hauptsache, schneide ich. Gibt's bei dem aktuellen übrigens nicht. Nicht? Nee. Hopsala, da schneide ich. Ey, das sind immer die Sachen, die ich am meisten liebe. Und falls der Raphael von Game Testicle HD gerade da ist, schönen Gruß. Der hat echt die meisten Fails so in seinen Videos drin, wenn es um Schneiden geht. Einmal hat er irgendwie mit seiner Mutter diskutiert. Weil sie doch jetzt bitte endlich das Paket wegschicken soll und zur Post fahren soll. Ich muss mal kurz in die Stadt zurück. Meine Ausrüstung ist nämlich jetzt rot. Meine auch. Ich bin gerade das erste Mal übrigens bei diesem Boss gestorben, möchte ich anmerken. Oh, alter Skiller hier, oder wie? Ja. Kann es sein, dass ich jetzt alleine gegen den kämpfe? Ja. Ich bin noch nackt dabei. Das ist sehr nett von dir. Ne? Ihr habt den Riff geschafft in einer halben Stunde. Jawohl. KZ. Ich muss gleich nochmal umbauen. Also gerade andere Rüstung anlegen. Das hier bringt nichts. Ja. Ich brauche unbedingt den Aschemantel noch. Aschenputtel. Den Aschenputtel. Na, jetzt klopp ich aber allein hier auf den Boss drauf. Ja, weil ich gerade weglauf. Vor den... Ja, vor diesen komischen Blitzteilen da. Das ist auch, warum der überlebt. Der ist ein Biathlet, schießen und dann weglaufen. Ja, so nennt man eine Glaskanone, Freunde. Oh, ich muss mal meinen Stuhl wieder hochstellen. Ansonsten verschwinde ich nämlich langsam aus dem Bild. Ansonsten verschwindet er langsam unterm Schreibtisch. Ja, ja. Ich möchte anmerken, er ist tot. Ja. Oh, echt? Ja. Ist die Stunde schon rum? Du hast es geschafft. So, das war's. Also Leute, Schlüssel, nicht Schlüsselstein aufwerten. Geht eh nicht. Mahlzeit. Ja, danke. So. Aber dann noch einen Erfolg erringen. Unglaublich. Das ist der Hammer.
Das ist einfach so dreist, ne? Ja. So, in dem Sinne zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Oh. Das hab ich Schreibt eigentlich schon jemand was in den Chat oder so? Nee, bis jetzt noch nicht. Wenn jemand schon mal in den Chat schreiben mag, dann wäre ich ihm sehr verbunden. Schmerzverstärker auch gar nicht drin. Was hab ich denn hier? Oh Mann. So, Rekord 20 Minuten. Nee, das hier erklärt einiges. Ich habe sogar den Schmerzverstärker überhaupt nicht drin. Ja, Kickvote, oder? Ja. So nicht. Matthias, falls du es brauchst. Muss ich mal angucken.